Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Passcom TV. Ich bin der Matthias. Und ich bin der Dennis. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema IT meets Barbecue. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, was trinken wir denn heute, Matthias? Zum Grillen habe ich uns einen Augustiner mitgebracht. Das ist ein helles Bier, der Klassiker zum Grillen. Im Sommer sehr beliebt, auf Volksfesten sehr beliebt. Bitte sehr. In diesem Sinne, Prost! Matthias, unser Grill hat ja kein normales Setup, sondern ist für indirektes Grillen vorbereitet. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass die Kohlen hier links liegen, nicht direkt unter unseren wunderbaren Schweinshaxen, sondern auf der Seite. Dadurch zirkuliert quasi die Hitze, dadurch ist es wie in einem Umluftofen, kann man sich vorstellen, und das Gut gart halt so vor sich dahin. Das ist die indirekte Methode, das heißt, man ist nicht direkt über den heißen Kohlen. Okay, und für was ist denn dieser Kasten hier? Das ist eine Erfindung von Shotgun Fred. Normalerweise würde das ja so funktionieren. Ich könnte die Temperaturen schätzen und das Fleisch immer wieder anschauen. Ich kann aber hier das überwachen. Das ist ein Thermometer. Hier überwache ich die Grilltemperatur. Hier überwachen wir unsere beiden Haxen, was die für eine Kerntemperatur haben. Und hier ist ein kleiner Ventilator angeschlossen. Der ist da. Der bläst es immer wieder an und hält es auf Temperatur. Somit kann man das also sehr genau, fast wie im Umluftofen, garen. Okay. Die Besonderheit an dem Thermometer ist, dass ich es per Wi-Fi abfragen kann. Das heißt, ich kann mich per Wi-Fi über den Status meines Fleisches informieren. Aber mal abgesehen von dem Wi-Fi, was hat das Ganze eigentlich mit IT zu tun und wo kommt dann unsere Moby Dick ins Spiel? Ja, die Vision, die jetzt da dahinter steckt, ist, Moby Dick fragt dieses Ding ab und ruft mich an, sobald mein Fleisch fertig ist. Und ich kann jederzeit mit meinem Telefon die Moby Dick anrufen und mich auf dem Status des Fleisches erkundigen. Das sind die Dinge, die wir hier implementieren wollen. Das klingt ja spannend. Und wie funktioniert dann das Ganze? Das sehen wir uns jetzt an der Konsole an. Das ist relativ simpel. Hier siehst du die IP-Adresse. Da surfe ich einfach drauf und da hat er ein XML-File. Das kann ich abrufen. Das gebe ich in meinen Browser ein und dann sieht man hier, bekomme ich in XML, wie geht es gerade dem Grill, wie geht es meinem ersten Essen, wie geht es meinem zweiten Essen. Was man hier für Zahlen dazwischen zieht, das sind Fahrenheit inklusive der Kommastelle. Das muss man also dann in Grad Celsius umrechnen, die Kommastelle dazu tun. Aber so gibt er hier wunderbar Auskunft über seinen kompletten Status. Okay. Für die Verwirklichung unserer Vision brauchen wir auch eine Menge Ansage. Zum Beispiel das Fleisch ist fertig oder die Kerntemperatur ist jetzt 80 Grad. Willst du die dann alle selber aufsprechen? Ja, man könnte die jetzt alle selber aufsprechen, aber wir haben hier ein relativ gutes Tool von Google. Das ist eigentlich nicht dafür gedacht. Das ist eigentlich der Translator, der quasi was übersetzen kann. Hier siehst du die URL, translategoogle.com, translate, und hier kann ich einfach eine Queue angeben, irgendeinen Text. Ich gebe es hier mal Test an. Test. Dann wirst du sehen, er gibt es hier hoch zu Google, der macht den Text-to-Speech und ich kann das wieder herunterholen. Das kann man auch wunderbar integrieren in Shell-Skripte, wie du hier siehst. Ich kann mit Curl ganz einfach das anfragen und kann mir das runterziehen und kann es gleich für Asterisk in den richtigen Format konvertieren. Das heißt, ich habe hier eine einfache Möglichkeit, das zu machen. Nachteil ist, ich muss online sein, ich muss zu Google connecten. Wenn der Service nicht zur Verfügung steht, kann ich das nicht nutzen. Für produktive, wichtige Dinge, Alarmsysteme nicht zu empfehlen, aber für solche Dinge, wie wir hier spielen, perfekt. Klar. Und wie bekomme ich jetzt eigentlich die Daten vom CyberQ in die Moby Dick rein? Das geht relativ gut, und zwar ist die Moby Dick Scripting fähig. Wie man hier sieht, kann ich unter Erweitert auf Skripte gehen. Da habe ich ein Skript vorbereitet. Das Skript heißt hier Barbecue. Wenn ich die 500 anrufe, wird dieses Skript ausgeführt. Was macht das Skript? Das Skript ruft hier ein Barbecue-Check-Shell-Skript auf. Das fragt die XML-Datei ab, parst das Ganze und gibt mir dann in den Kanal zurück, wie es meinem Fleisch geht, ob es okay ist, ob es fertig ist oder ob irgendwas passiert ist, Thermometer runtergefallen, ausgesteckt und so weiter. Wenn das okay ist, liest er mir vor, dein Fleisch hat eine Kerntemperatur von bla 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 und ist bei so und so fertig, ist der Status okay. Ich setze also in dem AGI die Kanalvariable okay. Ansonsten, wenn es fertig ist, die Kerntemperatur ist erreicht, sagt er hier, dann, das Fleisch ist fertig, guten Appetit, und legt auf. Ansonsten, wenn was schief läuft, sagt er, hier läuft etwas daneben, so hast du das Thermometer angesteckt. Also ich kann hier alle Stati sauber abfragen im AGI und gebe das als Kanalvariable zurück. Wie schaut das Skript hier aus? Das ist also ein normales Shell-Skript, das einfach das XML-File durchpasst, schaut, wie geht es dem Fleisch und das als Kanalvariable wieder zurücksetzt.
So ist MobiDick also in der Lage, die Daten vom CyberQ abzufragen. Mhm. Aber wie bekomme ich nun dazu, dass die MobiDick mich anruft, wenn es vielleicht fertig ist? Ja, dazu bedienen wir uns der REST-API. Die haben wir letztes Mal in einem Video schon behandelt. Mhm. Dazu gebe ich hier einfach ein Services. Dann lädt er die REST-API her. Da gibt es verschiedene Puts und Gets, die ich aufrufen kann. Unter anderem für die Identity, also für den Benutzer, mhm, für mich. Und da kann ich einfach einen Post wegtreten, der quasi mich an meinem Telefon anruft. Mhm. Den kann ich wunderbar in ein Skript reinbauen. Mein Skript hier heißt BarbecueCheck. Es checkt den CyberQ. REST heißt, er soll es per REST abfragen. Mhm. Wenn das Fleisch fertig ist, tritt er den Call los. Wenn nicht, dann nicht. Wir können es mal machen. Unsere Haxen sind noch nicht fertig, weil die Kerntemperatur noch nicht erreicht ist. Mhm. Das heißt, er sagt nicht fertig, tritt den Call nicht los. Im Prinzip kann ich das Skript dann alle 5 Minuten einfach starten, mhm, lassen. Cronjob. Das erledigt es für mich. Dann würde ich sagen, rufen wir doch mal an und fragen, wie es uns am Fleisch geht. Ja, können wir gerne machen. Ich habe hier ein Softphone vorbereitet, das ist eingebucht in die Anlage. Mhm. Könnte auch ein normales IP-Phone sein, das am Schreibtisch steht, ganz egal. Unser Skript ist unter der 500 erreichbar, kann ich anrufen und den Status abfragen. Dein Fleisch hat eine Kerntemperatur von 54 Grad und ist bei 80 Grad fertig. Dauert also noch, mhm, etwas. Aber ich kann den Status wunderbar jederzeit abfragen. Cool. Ah, endlich ein Anruf. Das Fleisch ist fertig. Ja, wunderbar. Ja, perfekt. Herrlich, hä? Das sieht sehr gut aus. Sehr gut. Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen und wenn wir unseren Schweinshaxen genießen, könnt ihr alles in unserem Blog nachlesen. Und wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, hinterlasst uns einfach eine Nachricht auf unserem YouTube-Channel. Und in diesem Sinne, Prost, Prost, Mahlzeit. Bis zum nächsten Mal.